Sie ist fast schon eine eigene Welt für sich. Die Gemeinde- und Schulbibliothek im oberbayerischen Oberhaching. 4 Stockwerke hoch, über 1500 Quadratmeter groß und mit rund 11.800 Kinder- und Jugendmedien ausgestattet. Kein Wunder, dass hier schon die Kleinsten von der Bücherwelt in den Bann gezogen werden. Uns ist es ein ganz besonderes Anliegen, die Kinder von Anfang an für Geschichten zu interessieren und die Bibliothek zu einem festen Bestandteil ihrer Kinderwelt zu machen. Deshalb bieten wir ganz viele verschiedene Aktionen an und ein besonderes Highlight im Herbst ist unser Bibliotheksfest, das jedes Jahr unter einem neuen Motto steht. Die Kolleginnen verkleiden sich dann, die Bibliothek wird dekoriert, es gibt die verschiedensten Aktionen, es wird gebastelt, gespielt, geraten, vorgelesen und so wird die Bibliothek für die Kinder zu einem Ort der Erlebnisse. Und zu erleben gibt es in Oberhaching sogar Tierisches. Denn Casey, der irische Wolfshund, gehört fest zum Büchereiteam und versteht es, selbst die kleinsten Besucher mit Engelsgeduld willkommen zu heißen. Während im Untergeschoss also gekuschelt wird, wird im Stockwerk darüber ebenso fleißig geschmückert. Hier finden die Kinder und Jugendlichen des gegenüberliegenden Gymnasiums eine Riesenauswahl an aktuellen Geschichten, Sachmedien fürs Referat oder die neueste Ferienlektüre. TV und Handy geraten da ganz schnell in den Hintergrund. Also ich finde es gut, dass man sich dann einfach ganz entspannen kann und sozusagen kann man so in seine eigene Welt versinken und alles um sich herum vergessen. Und um in diese Fantasiewelt abzutauchen, bietet die helle, großzügige Bücherwelt in Oberhaching sicher die perfekten Gegebenheiten.